seit 10 Jahren gibt es jetzt schon die Kinderwartspiele. Wie ist es dazu gekommen? Also dazu gekommen ist es, dass ich irgendwie als Kreisfachberater, der ich ja bin in Dithmarschen, überlegt habe, dass ich gerne das Wattenmeer mehr an die Kinder ranbringen wollte und habe mir dann überlegt, dass die dritten Klassen eigentlich der ideale Punkt sind, um Kinder ans Watt heranzuführen, und habe bei mir damals in der Wesselburner Schule eben gesagt, das müssten eigentlich auch größere Schüler hinkriegen, dass man Kindern, also kleinen Kindern, das Wattenmeer näher bringt. Also unser Spiel heißt Future Rings. Und wir haben halt so Fragen gemacht rund um die Umweltverschmutzung, Plastik im Meer, Öl im Meer und ja, also ob halt Plastik schlimm ist für die Welt, ob Umweltverschmutzung schlimm ist, was besser ist, Plastik oder Papier, weil man Papier wiederverwenden kann oder nicht. Was machst du denn hier gerade? Eine Muschel suchen, eine ganz bestimmte. Wieso finden Sie es wichtig, dass die Kinder hier etwas über das Wattenmeer lernen? Man kann Begeisterung erwecken. Die Natur ist einzigartig und jedes Kind, was den Wattwurm kennengelernt hat, geht, glaube ich, mit dem Wattenmeer anders um, wenn es um die Frage der Verschmutzung, des Schutzes geht. Okay. Wo es gerade um Verschmutzung geht, was ist das, was Sie da in der Hand haben? Ja, das ist ein kleiner Plastikfaden, der war vielleicht mal Teil eines Netzes oder irgendeiner anderen Plastiknutzung. Der liegt überall am Strand rum, den habe ich gerade gefunden, und der muss natürlich raus aus dem Wattenmeer. Und wir stehen hier ja vor einem Mülleimer und den kann ich dann hier entsorgen. Wobei, es entsorgen ist das eine, es vermeiden ist eigentlich viel wichtiger und viel besser.